So, dann wollen wir uns hier doch mal umschauen, ne? Mit wem fangen wir an? Mit den Schrottrittern? So ein lahmer Haufen. Wird Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Mit dem komischen Propheten? Schaut mal, Kinder, es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Meißelmännchen? Oder fangen wir mit Goal an? Oh, die würde ich mir doch noch eine Weile Sie anschauen. kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Ja, aber nur in deiner, Rufus. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Kuh, was für ein Ding? Kuwak, ein Dorf südlich von Busa-Westbock. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa-Westbock sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor Mac Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch Mac Chronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Hey, der gibt uns aber ganz schön viele Hinweise. Ich glaube, ich habe Mac Chronicle gerade gefunden. Wie bitte? Was? Wo hat er jetzt Mac Chronicle gefunden? Im Jahrmarktswagen, oder? Ich sehe da nichts. Ich rede mal mit dem Propheten, bevor wir irgendwo anders hingehen. Da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4/3 Gebot. 4/3? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Was hast du denn schon in den ersten 3? Moment, ja genau. Sag mal, das ist das Wichtigste, ne? Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Mach niemals mehr als 3 Gebote, es sei denn, das dritte endet mit... Ja? Das war's. Oh, verstehe. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch! Hey, es war ein Versuch wert. Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Das Blaue? Ach, Rufus, du bist so herrlich. Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen. Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Das war wahr. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Oh, das gefällt mir. Es ist, prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Ja, wie? Der macht das jetzt wirklich? Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren.
Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuhu und Kikeriki für Obdach Moses. Wuhu! Oh Gott! Sollst du Dinge in Stein meißeln? Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich's mir gedacht habe. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Oh, der Obdach Moses, oh mein Gott, dieses Spiel. Ja, wir sind wieder im guten alten Deponia. Am Anfang war ich etwas skeptisch, aber das hier ist sehr Deponia. Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Okay, ich glaube, wir haben erledigt, was wir mit dem erledigen konnten. Und jetzt gucken wir uns mal dieses... was? Das ist ein Grab? Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Wer seid ihr eigentlich? Wir sind Legionäre. Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldika gekämpft. Nun sind wir einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Hey! Was treibt ihr hier? Abhängen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Aha. Ihr wart im Krieg? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stoxy glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist passiert? Sie hat die Nummer vom Legionstelefon rausbekommen. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Der Arme. Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Niemals, denn ein Rufus ich verschwinde gibt lieber, niemals auf. Krieg ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Was liest du da? Das ist die Hats, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Ja. Der mag also Hüte. Hüte können wir ihm vielleicht besorgen. Oh, Goal, bleibt genauso stehen. Dann kann man deinen Hintern betrachten. Mhm. Na hoch mal, den kennen wir doch irgendwo hier. Eine echte Vision also. Oh, ein Schrittchen hier. Rufus, geh mal noch ein Schrittchen hier. So, jetzt haben... Moment, gleich haben wir das. Zwar noch ein Sekündlein. Also wieso will er denn nicht nach unten gucken? Das ist ja. Nee, das geht nicht. Oh. Oh, achso, vielleicht auch so. Passt.
Und hier ein Wenzel. Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokoladenseite. Goal darf sich da hinknien. Wunderbar. Eine Hand? Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Kopfkissen. Achso, kann ich vernehmen. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Zum Beispiel die Hand. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Zum Beispiel die Hand. Die Kamera liebt mich. Sie kann es nur nicht immer zeigen. In guter alter Manier nehmen wir einfach mal paramechanische Bauteile, alles Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Das kennen wir schon. Können wir bestimmt noch brauchen. Was haben wir hier? Eine Gelenkstange, eine Bowlingkugeln-Poliermaschine und eine Bowlingkugel. Hey! Das erinnert mich an den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Ich glaube, dieses Rätsel habe ich gelöst. Und, hepp. Wie jetzt? Nicht mal eine Animation? Ein merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Und natürlich geht es weiter auf diesem Jahrmarkt, aber wir reden mit dem Museum. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Verschwinde! Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenn dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Na, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Eine neue Kugel? Das ist doch kein Problem. Dieses Rätsel habe ich schon gelöst. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Ja, aber das kriegen wir doch hin. Wozu hat man denn die Poliermaschine? Ich würde sagen, viel hilft viel. Okay, ich würde sagen, diese Poliermaschine braucht mehr Power. Nehmen wir das doch mal mit, genau. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein berühmtes Sonntagsgesicht. In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Genau, ich würde gerne so ein Verstärkungsglied einbauen, um dann die Bowlingkugel auf Hochglanz zu polieren. Das wäre der Plan. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Oh, mehr Zeug. Ah. Ein Hammer. Das ist ja mal. Hä? Nach links, nach rechts? Hau den Lukas. Oh. Wie? Wer denn dazu gemacht? Hau! Ah! Mist. Links, rechts eine Klappe. Ein Drosselglied! Ich wusste doch, dass hier irgendwas falsch ist. Jetzt nochmal. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ein Verstärker nämlich. Wo ist die Angel? Oh, Niete. Noch eine Niete.
Das Glück ist mit den Anglern. Daran kann ich mich gut erinnern. Das heißt, wir brauchen eine Angel dafür. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Ach, Wurstbot. Ich habe gerade Wurstbrot gelesen und mich gewundert, was das für ein... Saftladen. Wurstbrot sein soll. Saftladen. Wohl keiner da in diesem Wurstbot. Ich brauche ja auch ein Verstärkungsglied. Oh, so viele Locations. Naja, gehen wir halt mal da. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Was ist denn da? Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Ach, ein Spiegellabyrinth. Ach, das ist ja schön. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Das können wir doch bestimmt irgendwie ausnutzen. Wir könnten es abfotografieren. Bei meinem Orientierung. Nein, nicht reingehen. Nicht. Was? Nein. Selbst. Okay, gehen wir woanders hin. Oh, so viele Locations. Ah, Mechanical. Hey, da ist ein Ring drin. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Schreit er jetzt die ganze Zeit da rum, ist ja nervig. Ich liebe Goalus Goalus. Ich glaube nicht, dass es wohl stört, wenn ich schon mal ein paar Buchstaben abknabbere. Und sieh mal einer, guck, schon lautet die Botschaft ganz anders. Ich liebe Lu. So eine Scheiße. Was? Ich liebe wen? Ich liebe Lu. So eine Scheiße. Ich verstehe nichts, weil der Typ so brüllt. Halt doch mal die Klappe. Helfer! Ich liebe Lu. So eine Scheiße. Lu? Was funkelt denn da so mysteriös auf dem Boden des Gullis? Oh, nur ein Schlüssel. Ich dachte, es sei mein Spiegelbild. Oh, hier müssen wir uns irgendwie angeln. So, Mist, sie passt nicht durch das Gitter. Nach Wenzel, Bozo und McChronicle ist das jetzt schon die vierte rechte Hand, die sich als große Enttäuschung erweist. Ein Tuschkasten? Ich hasse Tusche. Die hält weder auf Jetpacks noch auf Testpiloten. Ja, nicht einmal auf Wenzels Gips am nächsten Tag. Können wir nicht irgendwie das Ding hier drosseln, damit er hier aufhört zu fahren? Wir haben noch einen Drosselkrieg. Die Tür ist fest verrummelt. Ich meine verrammelt. Und verschlossen. Okay, wir kommen schon zu... Warte mal, kann ich mit ihm reden? Nee. Keine Sorge, halte durch! Es handelt sich nur noch um 1 bis 2 Stunden, dann sind wir bestimmt schon da. Ich sollte mal speichern, merke ich gerade. Sollte ich einfach mal, wegen diesem Sauna-Bug, sollte ich öfter mal speichern. Ein Magazin! Schon praktisch, diese Kästen. So werden ausgelesene Zeitschriften nicht dreckig. Ah, die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Was? Aber ich will es haben. Schade. Pelikan. Pelikan. Ich kann nicht singen. Das ist ein Lied namens Pelikan. Nee. Weiß auch nicht. Sie mag ihn und er mag sie. Ein Automat, der Liebes kennt. Nach meiner Erfahrung so gut wie jede andere Methode. Pimpi und Schnicksi. Mit dem Enten-Todesboot. Was? Ein seltsames Paar. Und alles echt. 100% Natur. Ich glaube, der liest auch die neue Herz. Hey, Burschi. Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U.
Ja, ich auch nicht. Aber wenn es so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Mat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Das ist ein Portemonnaie. Ohne Foto keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Einen was? Hey, da sieh doch! Sie verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... Wie du meinst. Ich wette, Gohl hat schon ein Foto von sich dabei. Oder von uns? Nee, das kann nicht sein. Von sich selbst. Sie sieht nicht gerade besonders verliebt aus. Natürlich täuscht das nur. Aber ob die Maschine einen so feinen Unterschied erkennen kann? Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Panik, vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Gohl, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Oh, Rufus, was ist ruiniert? Gib ihr das Zuckerherz. Was hast du da? Eine romantische Geste. Ein trockenes, leicht verschimmeltes Lebkuchenherz? Und kommt von Herzen. Mach es nicht noch schlimmer und behalte es einfach. Dann tue ich dir vielleicht den Gefallen und vergesse, dass du mir das gezeigt hast. Aber möchtest du nicht im... Seffi? Lächel mal. Oh, so wird das nicht. Du musst schon verliebt gucken. Cletus hatte recht. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ach, herrje. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Zangengeburt. Genau. Zangengeburt. Was? Ich glaube, das ganze Liebesgedöns lösen wir in der nächsten Folge. Bis dann.